Ein Mittelklasse-Multitool und vielleicht auch ein Leatherman-Konkurrent. Heute soll es um das Gerber Suspension gehen. Wenn euch das interessiert, dann bleibt einfach dran. Ja moin, mein Name ist Alvo. Ich bin gerade im Wald unterwegs, weil es mir ohne Wald einfach viel zu warm gerade ist. Bei den geilen Wetter und den hohen Temperaturen, die wir haben. Ich hoffe, bei euch ist auch gutes Wetter. Heute soll es um dieses kleine Multitool gehen, das ich jetzt ungefähr 2 Jahre in Benutzung habe. Es hat auch schon einen Umzug mitgemacht, draußen die ein oder andere Anwendung gefunden und heute erlaube ich mir dann meine kleine Review darüber abzugeben. Alle Links zu dem Multitool bzw. auch zu vergleichbaren oder Alternativprodukten findest du natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Einfach mal durchklicken. Gerber ist, soweit mir bekannt ist, eine in Amerika produzierende bzw. in Amerika ansässige Firma, die verschiedenste Messer auch herstellt. Ich habe schon mal das ein oder andere Messer davon getestet. Insgesamt sind die Produkte ganz zufriedenstellend. Bevor wir aber zu meiner direkten Meinung von dem Gerber Suspension kommen, erst einmal die harten Fakten. Das Gerber Suspension in seinen Abmaßen passt natürlich wunderbar in eine kleine Hand rein, ist ungefähr 10 cm lang im geklappten Zustand und im ausgeklappten Zustand ungefähr 16 cm. Die genauen Maße könnt ihr natürlich auch nochmal in den Links unten in der Videobeschreibung nachlesen. Dabei wiegt das Gerber Suspension knapp 180 Gramm und kostet um die 40 bis 50 Euro, je nach Angebot. Findet ihr es auch mal teurer oder günstiger? Gehen wir doch mal zusammen die Funktion von dem Ding durch. Natürlich haben wir erst einmal die Zange und die ist ordentlich stark. Da kann man überhaupt nichts gegen sagen. Ich habe damit schon einige Biegungen, Brechungen von Nägeln aus Wänden etc. gemacht und das hat es gut mitgemacht. Also da gibt es überhaupt nichts zu bemängeln. Klack, 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 klack. Ich mache das einfach so gerne. Und es läuft auch noch auf seinem Gelenk. Super flüssig. Absolut kein Widerstand. Alles in Ordnung. An der Seite vom Gerber Suspension können wir hier den Abisolierer zum Beispiel so aufmachen, einhändig. Oder auf der anderen Seite ein Messer einhändig aufmachen. Jetzt ist es natürlich dann so, dadurch ist es dann nicht mehr § 42a konform, auch wenn es offensichtlich ein Werkzeug ist, auch wenn offensichtlich die Klinge viel zu klein ist und auch überhaupt nicht, ja, geformt wie eine richtige Waffe. Ne? Das Gesetz in Deutschland ist, wie es ist. Wenn ihr das also benutzen wollt, dann nur im Beruf, beziehungsweise da, wo ihr wisst, dass es kein Problem mit der Polizei für euch gibt. Weiterhin haben wir hier einen Kreuzschlitzschraubenzieher dran, der sehr flach gehalten ist. Damit kommt man gut in Ecken rein. Das gefällt mir an sich an dieser ganzen Verarbeitung von den eigenen einzelnen Werkzeugen sehr gut, dass sie sehr auf dünnen Plättchen sozusagen sind. Ne? Man sieht das hier. Das ist jetzt nicht dick oder so. Das heißt, man kommt gut in alle möglichen Ecken damit rein. Gleichzeitig sieht man hier ja auch, das ist so ein bisschen angebogen. Ne? Das heißt, es ist nicht einfach nur gerade, sondern man kann auch noch so ein bisschen winklig rein. Und hier haben wir auch noch eine kleine Säge, die natürlich viel zu winzig ist, meiner Meinung nach, um damit was Vernünftiges zu machen. Man kann aber damit auch, meiner Meinung nach, gut entschuppen, kratzen sozusagen. Ne? Man zweckentfremdet dann die Säge so ein bisschen, aber das funktioniert ganz in Ordnung. Auf der anderen Seite haben wir zum Beispiel hier einen Kapselheber mit drin, beziehungsweise auch einen Schlitzschraubenzieher. Und hier nochmal einen sehr kleinen Schlitzschraubenzieher. Der hat mir auch schon gute Dienste geleistet. Da sieht man die ein oder andere Abnutzung. Hat man damit sehr gut auch an Kleinstschrauben, wie es zum Beispiel bei einem PC der Fall ist. Allerdings auch bei Schranklösungen, wo man innen drin in den Schubladen weniger Kraft, also weniger Platz verbrauchen will, etc. Und hier hinten haben wir dann noch eine Schere. Die sieht ein bisschen ulkig aus, ist aber enorm stark. Also ich muss sagen, die hat sehr viel Widerstand. Man kann damit sehr gut schneiden. Die läuft hier hinten auf so einem kleinen Federende, möchte ich sagen. Und damit kann man wirklich fantastisch schneiden. Das habe ich auch schon einige Male ausprobiert. Kann ich mich überhaupt nicht drüber beschweren. Hier hinten sieht man diese kleinen Schieber hier. Die sind ja ein bisschen unangenehm für die Finger, finde ich, weil sie nicht so gut fassen. Sie reichen aber. Und dann kann man hier zum Beispiel die Schere locken, dass sie nicht mehr einklappt. Hier das Messer locken, sodass sie nicht mehr einklappt. Und das Ganze kann man hier hinten auch nochmal mit der Säge und mit dem Isolierer, Abisolierer natürlich machen. Ne? Das finde ich sehr, sehr gut, weil so viele Funktionen, die dann richtig schön abgelockt sind, sodass sie nicht mehr einklappen können, das finde ich durchaus praktisch. Das ist eine nette Sache. Vom Aussehen her haben wir hier sehr einen technischen
wie soll man sagen, technisches Design, hier ein paar Aussparungen, die natürlich auch nochmal Gewicht natürlich sparen, aber den Ganzen auch so ein fancy Aussehen ein bisschen verleihen. Dann hier oben die sehr dick rausstehenden Schrauben, das ist für mich aber ein Designelement. Also ich muss sagen, mir gefällt es vom Design her auch sehr, sehr gut. Es wurden verschiedene Legierungen und Farben benutzt. Innen drin haben wir hier auf den Seiten, wo man dann greift, ne, das ist sozusagen die Greifzange, dass man hier und hier sich nicht die Haut ja, eindrückt oder sonst irgendwas, Gummi drauf liegen. Außen dran haben wir so einen leichten Metallic-Look, so eine leichte Metallic-Legierung. Und ansonsten haben wir Stahl. Ganz normale Stahlfarbe überall, die ganzen Werkzeuge auch. Kann man gut machen. Die Werkzeuge an sich sind aber matt. Die sind also nicht glänzender Edelstahl, sondern man sieht das hier. Die sind so ein bisschen matt gehalten. Ne? Das hier ist so ein Graumatt, beziehungsweise ja, das ist ein Graumatt und das hier ist so ein Metallic-Matt. Also da wurden sehr unterschiedliche Farben auch verwendet. Während die Zange zum Beispiel an sich ein ganz normales, auf der Oberfläche gebürstetes Stahl ist. Mit dem Gerber Suspension bekommt ihr ein Nylonholster. Das ist absolut rudimentär, das ist halbwegs vernünftig vernäht, es ist Klett und es passen hier drinnen hinten ja, ein relativ großer Gürtel. Bei 5 cm wird es langsam knapp, geht aber gerade auch noch. Dann haben wir noch zwei Schlaufen hier oben und hier unten. Das heißt, man kann sich da auch noch eigene Lösungen ausdenken, wie man dieses Holster irgendwo befestigen möchte. So, dann wollen wir doch mal ein bisschen die Werkzeuge testen. Wir fangen mal gleich an mit dem Messer. Übrigens hier an den Seiten sind auch nochmal die einzelnen Werkzeuge sozusagen abgebildet. Das heißt, ich sehe hier, hier ist ein kleiner weißer Messer drauf. Und zack, kann mir das Messer so rausholen. Das ist ganz praktisch, ne? So kommt es nicht so viel zu Verwechslung. Und jetzt schnitzen wir mal eine Runde. Und merken, selbst mit diesem kleinen Messer kommen wir gut in das Holz rein. Also wirklich gut. Und können auch kleinere Arbeiten so entspannt machen. Ja? Ihr seht das hier. Da kommt man gut rein. Und dann kann man gut einfach abschnitzen. Ah, da geht ordentlich was ab, muss ich sagen. Also das ist gar nicht mal schlecht. Auf der anderen Seite haben wir dann hier einmal die Säge. Klacken die ein. Jetzt kann die nicht mehr umklappen. Und sägen hier sozusagen einmal ganz kurz. Ne? Man sieht das. Also sie schneidet schon rein. Aber sie ist natürlich viel zu kurz, um damit wirklich vernünftig sägen zu können. Also wenn ihr mal was Kleines ansägen wollt für irgendwie ein Angelstockprojekt oder was euch auch immer einfällt, ne, in eurer Fantasie, das geht schon, aber kann man angenehmer haben. Ne? Tja, und das sind auch schon die ganzen harten Fakten zu dem Gerber Suspension. Kommen wir doch mal zu meiner abschließenden Meinung. Das ist ein Multitool für den harten Einsatz, für den Umzug, für ein paar kleine Reparaturarbeiten, falls du ein Techniker im IT-Bereich bist und vielleicht auch ein bisschen auf der Baustelle, Handwerker etc., ist das auf jeden Fall ein gutes Tool für dich. Es gibt bessere, die sind dann aber in einem deutlich höheren Preissegment meiner Meinung nach angesiedelt. Die Zange ist sehr gut, das habe ich auch schon ausführlich bei meinem Umzug, meinem eigenen Umzug letztes Jahr im Mai, das ist über ein Jahr her mittlerweile, testen können. Alle Werkzeuge tun das, was sie sollen und für 40 Euro ist das ist in Ordnung. Ne? Damit kann man durchaus arbeiten. Ein 40 Euro Multitool, da habe ich schon schlechtere für gesehen für den Preis. Gleichzeitig stellt sich natürlich die Frage, ob man so ein Multitool im Wald braucht. Eigentlich nicht. Also mit meinem Victorinox, mit der langen Säge und dem langen Messer, dazu ein kleiner Korkenzieher, bin ich eigentlich für alles ausgerüstet, was man so braucht. Ne? Kapselheber ist nochmal was Nettes zwischendurch, aber ich brauche nicht alles, was hier drauf ist. Also ich brauche draußen nicht unbedingt eine Schere, ich brauche vor allen Dingen keinen Abisolierer draußen, ich brauche auch nicht tausende Schlitzschraubenzieher und Kreuzschraubenzieher draußen. Das heißt, das hier ist eher was für den Alltag, für den EDC-Alltag. Wenn du allerdings natürlich anspruchsvollere Bushcraft-Projekte vorhast, wo du vielleicht auch das ein oder andere verbaust, dann kann das schon mal eine ganz gute Lösung für dich sein. Denn, was man nicht vergessen darf, das Ding hier kostet, wenn du es in einem Angebot bekommst, weniger als ein Victorinox Ranger Grip, als ein Ranger Wood sowieso, aber auch noch weniger als ein Victorinox Ranger Grip, weil das kostet normalerweise 42, 43 Euro und das hier 40 Euro. Normalerweise, ne? Preise sind immer variabel.
Das muss man sich auch mal durch den Kopf gehen lassen, wenn man etwas vergleicht. Und man ist eher auf der Suche nach einem Multitool als vielleicht nach einem großen Messer. Tja, das war auch schon alles, was ich zu dem kleinen Ding sagen konnte. Das Gerber Suspension, durchaus eine vernünftige Anschaffung unter den gegebenen Umständen, die ich eben genannt habe. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und du konntest dabei ein bisschen was mitnehmen. Schreib mir doch gerne deine Erfahrung mit Multitoolen in die Kommentare rein, beziehungsweise ob du überhaupt ein Multitool im Wald als sinnvoll ansiehst. Ansonsten findest du hier links und rechts oben zwei weitere Videos, natürlich Outdoor-Ausrüstung, wie immer. Hier unten noch einen kleinen Button, kannst du mich oder meinen Outdoor-Kanal abonnieren und in der Videobeschreibung wie immer alle Links zu den Produkten, als auch Informationen, die du sonst noch so brauchen könntest. Wenn mal nicht, schreib es in die Kommentare, dann kann ich darauf antworten und wir sind alle happy. Ich sag dann, wir sehen uns bei den nächsten Videos. Bis dahin, tschüss, tschüss.